Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge von Wetter und Wirtschaft. Wir hatten uns im letzten Video angesehen, wie Großwetterlagen erstens definiert sind und in welche Gruppen von Großwetterlagen man die einzelnen letztlich einteilen kann. Und wir haben gesehen, dass es Großwetterlagen der zonalen Zirkulationsform gibt, Großwetterlagen der gemischten Zirkulationsform und letztlich auch die Großwetterlagen der meridionalen Zirkulationsform. Und ich hatte ebenfalls gesagt, dass wir uns heute auf die Großwetterlagen der zonalen Zirkulationsform spezialisieren wollen, beziehungsweise diese einfach besprechen wollen und dann in den Folgevideos auch auf die anderen Zirkulationsformen eingehen. Vielleicht eine Sache nochmal hier zu dieser Übersicht. Diese Übersicht ist nicht das Einzige, was Paul Hess und Helmut Brizowski in ihrer Studie herausgefunden haben, sondern sie haben auch letztlich Häufigkeiten dafür ermittelt, inwieweit es wahrscheinlich ist, dass man in einem Jahresverlauf, im Jahresgang letztlich auf die ein oder andere konkrete Großwetterlage trifft. Das heißt, sie haben für jede einzelne Großwetterlage absolute und relative Häufigkeiten ermittelt, haben des Weiteren aber auch noch ermittelt, wie wahrscheinlich es ist, dass man auf eine Großwetterlage zu einer bestimmten Jahreszeit trifft. Und sie haben sogar noch weiter, also sind noch weiter gegangen und haben sogar Wahrscheinlichkeiten dafür ermittelt, beziehungsweise ganz einfach gesagt, ermittelt, in welchem Monat man am ehesten mit einer gewissen Großwetterlage rechnen kann und in welchem Monat man am wenigsten mit einer gewissen Großwetterlage rechnen kann. Wie gesagt, alles natürlich im klimatischen Mittel über 100 Jahre betrachtet. Ich werde euch auch im Übrigen zu der Studie hier den Link mal in die Infobox packen, damit ihr euch das Ganze selber anschauen könnt, wenn ihr Lust habt. Ziemlich interessant, ehrlich gesagt, wenn man sich dafür natürlich interessiert. Ja, Großwetterlagen der Zirkulationsform, der zonalen Zirkulationsform, die stehen heute bei uns hier im Fokus. Es sind ganze 4 Stück und wir fangen ganz normal mit der Westlage antizyklonal an, die kurz abgekürzt WA heißt. Das ist eine Originalwetterkarte, Freunde, wie man sie quasi in jedem Lauf eines Wettermodells herausgespuckt. Ja, und anhand dieser Karte kann man jetzt letztlich ablesen, wie hoch der Luftdruck über bestimmten Gebieten der Welt ist. Wir sehen, wir haben hier jetzt nicht nur Europa oder auch nicht nur Mitteleuropa in diesem Fall gegeben, sondern wir haben eigentlich komplett Europa mit dem eurasischen Kontinent, mit Teilen des Nahen Ostens und mit Nordafrika als auch mit Kanada letztlich hier auf dieser Karte verzeichnet. Und das ist ehrlich gesagt eine ziemlich gute Ansicht, weil du hier jetzt nicht nur den Fokus hast auf Mitteleuropa, wo du selber bist, sondern du siehst auch, was woanders in der Welt letztlich passiert. Und das ist immer gerade deswegen so interessant und wichtig, weil das, was woanders in der Welt passiert, hat natürlich auch Auswirkungen auf das, was bei dir ein paar Tage später in Mitteleuropa passieren wird. Das heißt, gerade wenn man sich hier diese größere Ansicht anschaut, die jetzt natürlich auf kleinste Gebiete nicht so detailliert ist, aber wie gesagt ein großes gesamtes Bild liefert, dann ist immer gerade diese Ansicht eine sehr schöne und natürlich auch für Großwetterlagenbeobachtungen die absolut geeignetste Variante, weil man hier, wie gesagt, sieht, wo sich Hochdruckgebilde und Tiefdruckgebilde auf der Welt genau verteilen. Ja? Und es ist im Übrigen auch eine Wetterlage, die man so insbesondere im Winter vorfindet. Das sei auch noch dazu gesagt. Das ist also eine typische Lage, die man im Winter halt in dieser Form auch hat. Sie kann auch im Sommer und im Frühjahr auftreten und natürlich auch im Herbst. Aber gerade so im Spätherbst und häufig auch im Winter bekommt man so eine Lage dann hier letztlich präsentiert. Wir sind natürlich mit Deutschland hier, wie gesagt, und wir sehen, wir sind hier unter einem Hochdruckgebiet. Jetzt schauen wir noch mal, also eine Antizyklone, ein Hochdruckgebiet, hat ja die Eigenschaft, dass es Luftmassen im Uhrzeigersinn herumwirbelt und ein Tiefdruckgebiet, was wir hier oben bei Island haben, ist ja dafür bekannt, dass es Luftmassen entgegen des Uhrzeigersinns herumwirbelt. Das bedeutet, an der Nordflanke dieses Hochdruckgebiets mit Kern hier nördlich von Spanien, westlich von Frankreich, sehen wir eben, dass die Luft aus westlichen bzw. südwestlichen Richtungen nach Mitteleuropa gepumpt wird und gleichzeitig sehen wir aber auch, dass hier über dem Baltikum die Luft angesaugt wird, bzw. über Polen besser gesagt angesaugt wird und dann Richtung Mittelmeer, Richtung Italien
wiederum transportiert wird. Das heißt, dort, wo ich auf der Nordseite eines Hochs eine Westströmung habe, muss ich demzufolge dann auf der Südseite des gleichen Hochs eine Ostströmung haben. Und das ist ja hier auch gegeben. Das heißt, das, was wir aus der Theorie her kennen, das ist auch hier, wie gesagt, so der Fall. Eines sei vielleicht noch kurz zu der Karte gesagt. Das ist eine Karte, die eben den Bodendruck angibt für die jeweiligen Gebiete. Das heißt, wir haben hier den Luftdruck am Boden angegeben für die jeweiligen Gebiete und wir sehen hier unsere Isobaren, die natürlich hier jetzt nicht so schön rund oder oval sind, wie ich es mal in einem einer schematischen Zeichnung von Druckgebilden gezeigt habe. Ich hatte ja auch damals schon erwähnt gehabt, dass die bei weitem nicht so schön aussehen in Realität, wie man sie sich dort so vorstellt. Das liegt einfach daran, weil es zu viele Tief- und Hochdruckgebiete gibt, die miteinander interagieren und sich gegenseitig auch verformen und verschieben, wie man sieht. Ja. Gut. Also wir sehen, wenn wir hier jetzt mal Deutschland als Mittelpunkt Mitteleuropas nehmen, dann sehen wir, dass die Luft aus südwestlichen bis westlichen Richtungen kommt. Wenn man die Isobaren sehr weit zurückverfolgt, dann sieht man, ja, dass die eben halt vor der Ostküste Amerikas angezapft wird und dann über den Atlantischen Ozean rübergetragen wird Richtung Mitteleuropa. Das heißt, wir haben durch das Hochdruckgebiet auf jeden Fall schon mal eine Westlage. Diese Westlage wird aber auch angekurbelt durch das sogenannte Islandtief. Ja, denn das Islandtief sorgt eben dafür, dass Luft entgegen des Uhrzeigersinns transportiert wird. Das heißt, aus Norden und Nordosten strömt hier die Luft an der Südflanke des Tiefs Richtung Westen und somit sind wir in einer satten westlichen Strömung drin. Allerdings mit dem großen Unterschied, dass wir hier jetzt unter Hochdruck Einfluss sind. Das heißt, wir werden, wenn es sich jetzt beispielsweise um einen Wintertag handelt, eine relativ milde Luftmasse über Deutschland haben. Wir werden es relativ warm haben für den Winter und es wird gegebenenfalls ein wenig nass sein, wobei ich das in diesem konkreten Fall hier mal bezweifeln würde. Einfach deswegen, weil wir doch ziemlich starken Hochdruck haben und je stärker der Hochdruck ist, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass es dann auch tatsächlich zu Niederschlägen kommt. Das heißt, wir sind hier in einer westlichen bis leicht südwestlichen Lage drin, eher westlich, wenn man es betrachtet, aber Hochdruck geprägt, also antizyklonal, das heißt weniger Niederschläge. Ja, im Übrigen vielleicht nochmal kurz etwas dazu. Wir sehen ja hier die Azoren. Ja, das sind hier die Azoren auf diesem kleinen Bild. Und wir sehen, dass das Azorenhoch sich Richtung, Richtung Mitteleuropa ausdehnt bzw. sogar verschiebt. Was eben nochmal dafür spricht, dass südwestliche Komponenten da auch mit drin sind. Also man merkt, es ist im Detail relativ schwierig, immer herauszufinden, was eine West- und eine Südwestlage ist. Das kann manchmal wirklich nur um einige 100 Kilometer sich handeln und das sind wettertechnisch betrachtet eigentlich keine wirklichen Distanzen. Aber es ist eigentlich sehr schön, hieran zu erkennen, dass das eine hochdruckgeprägte Westlage ist, die im Winter für milde Temperaturen sprechen würde, höchstwahrscheinlich für keinen bis wenig Niederschlag. Ja? Ganz anders sieht das beispielsweise bei einer zyklonalen Westlage aus. Bei einer zyklonalen Westlage ist es beispielsweise so, dass wir hier am 26. Februar 2002 folgende Lage hatten. Wir hatten das Azorenhoch weit nach Süden gedrückt, auch zu den Azoren eben, wie gesagt, dort wo es hingehört. Und des Weiteren haben wir aber einen riesigen Tiefdruckkomplex hier bei Island und Grönland. Und das facht einfach eine enorme Westlage an, die auch mit sehr, sehr viel Niederschlag übrigens einhergeht. Also dieses Bild spricht beispielsweise dafür, dass es ein sehr, sehr regnerischer Tag gewesen ist, mit ordentlich Wind auch im Übrigen. Denn je enger die Isobaren aneinander sind, desto eher oder desto stärker ist auch der Wind, da ja wie bekannt die Erde immer letztlich auch Druckunterschiede ausgleichen möchte und Druckunterschiede werden ja ausgeglichen durch Wind. Das heißt, in diesem Fall hatten wir auch einen ordentlichen Sturm gehabt, der natürlich auch zu Nässe geführt hat. Hier im Spätwinter beispielsweise auch natürlich sehr, sehr milde Temperaturen, die im Sommer beispielsweise natürlich kühl wären. Wenn wir jetzt diese Lage so im Sommer hätten, dann wäre es natürlich ein ziemlich kühler Tag mit Temperaturen, die vielleicht gerade mal so bei 10 Grad liegen würden am Tag. Aber dadurch, dass es Winter ist, ist es natürlich extrem mild mit 10 Grad und Regen höchstwahrscheinlich. Ja.
Dann haben wir die südliche Westlage. Hier habe ich leider kein scharfes Bild gefunden. Muss man mir leider verzeihen. Die südliche Westlage ist ziemlich interessant, weil der große Unterschied zu einer normalen Westlage eigentlich hier drin nur liegt, dass die Tiefs südlicher angeordnet sind. Ja, wir kommen dadurch eigentlich auch in eine südwestliche Lage rein, manchmal auch in eine absolut westliche Lage. Das hängt wirklich davon ab, wie südlich jetzt letztlich die Polarfrontzyklonen, und das sind sie hier, ja, wie südlich diese Polarfrontzyklonen tatsächlich gelegen sind. Denn wir sehen hier einen riesigen Hochdruckkomplex über Grönland, und dieser Hochdruckkomplex sorgt eigentlich dafür, dass die Polarfrontzyklonen nicht in ihrer normalen Zugrichtung von Nordwesten Richtung Südosten ziehen können, sondern dass es mehr eine Zugrichtung ist, nun ja, von West nach Ost. Und diese Lage ist besonders auch deswegen interessant, weil sollte sich diese Lage relativ weit südlich etablieren, dass der Tiefdruckkern nicht über Mitteleuropa liegt, sondern beispielsweise, also nicht auf der Höhe von Mitteleuropa liegt, sondern beispielsweise auf der Höhe von Spanien, dann kann aus dieser eigentlichen Westlage schnell eine zyklonale Ostlage werden und dann sind ganz andere Temperaturen im Spiel. Also auch hier würde man erstmal so von dem Bild auf jeden Fall sagen, sehr nass, sehr stürmisch und vor allen Dingen auch sehr mild. Ja, aber ein paar hundert Kilometer weiter im Süden und schon würde das Ganze relativ anders aussehen und man würde in eine ziemlich kalte Ostlage im Winter beispielsweise kommen. Ja, das sind alles Winterkarten, die ich euch hier zeige, einfach aufgrund dessen, weil diese Lagen sehr häufig auch im Winter eintreten. Also diese krassen Westströmungen, die treten eigentlich, wenn sie auftreten, meistens nur im Winter oder im Spätherbst auf. Einfach deswegen, weil dann der Temperaturunterschied zwischen der Temperatur über dem Polargebiet und den mittleren Breiten relativ hoch ist. Ja, die mittleren Breiten sind ja wie gesagt dadurch relativ warm, dass wir den Golfstrom haben und dieser warme Atlantik, dieser verhältnismäßig warme Nordatlantik für die Jahreszeit und für die geografische Breite ist dann natürlich auch ein Futter für nun ja, für letztlich starke Stürme. Denn wenn die große Kaltluft aus dem Polgebiet, wenn die dann auf den Nordatlantik strömt, dann entstehen halt diese typischen Herbst- und Winterstürme, die ja, es relativ stark in sich haben können, die Orkanstärke erreichen können, aber natürlich überhaupt keine wirklich kalte Luft mit sich bringen. Von daher ist es ziemlich erstaunlich, dass unsere geografische Lage beispielsweise dazu führt, dass wir sehr starke Stürme haben können, aber eigentlich keine wirklich starken Winterstürme im Sinne von Schnee. Ja, das ist eigentlich bei uns nicht wirklich typisch, im Gegensatz zu Nordamerika, was einfach daran liegt, dass wir halt diesen milden Atlantik haben, der noch einmal letztlich milder dadurch wird, dass der Golfstrom da ist. Ja, also ohne den Golfstrom wäre der Atlantik jetzt nicht so mild. Ich hatte ja auch schon erwähnt gehabt, dass dann die Küsten von Spanien und von Portugal, als auch von Frankreich, Deutschland und auch Großbritannien zufrieren würden. Aber dadurch, dass wir den Golfstrom haben, sind die Temperaturen weit, weit, weit über Null. Und wenn dann Luftmassen von unter minus 20 Grad beispielsweise in 1500 Meter Höhe auf, ja, auf den Atlantik treffen, dann entstehen halt, wie gesagt, genau diese Stürme, die dann auch Richtung Mitteleuropa ziehen. Aber wie gesagt, die südliche Westlage ist die interessanteste, weil die einen schnellen Wetterwechsel bringen kann, je nachdem, wie stark dieser Hochdruckkomplex, der sich dann ab und zu mal über Grönland bildet, die Tiefdruckgebiete Richtung Mittelmeer drückt. Ja. So, und dann haben wir zum Schluss noch die winkelförmige Westlage. Und das ist für die einen als auch für die anderen keine so schöne Lage, die sich beispielsweise hier auch im Winter ergeben kann. Denn es ist eine typische Nicht-Fisch-, Nicht-Fleisch-Wetterlage. Was meine ich damit? Wir haben ein starkes Kontinentalhoch. Hier über dem eurasischen Kontinent, sprich also über Russland. Ups, jetzt muss ich nochmal zurückgehen. No. So, also wir haben hier ein Kontinentalhoch über Russland. Das könnte sogar das Sibirienhoch sein oder ein Ableger des Sibirienhochs sein, je nachdem. Und das ist mit ziemlich starker Kaltluft geflutet, sowohl in der Höhe als auch am Boden, vor allen Dingen sogar am Boden. Ja? Und das Problem ist jetzt allerdings, dass dieses Hochdruckgebiet so weit im Osten ist, dass es keinen Einfluss hat auf, nun ja, das östliche Europa, wenn man so möchte, schon mal gar nicht auf Mitteleuropa. Stattdessen ist es also so, dass wir hier ein Tiefdruckgebiet haben,
was so stark ist, dass es uns quasi in eine Nordwest- bis Westlage bringt, allerdings nicht stark genug ist, um gegen dieses Hoch anzukämpfen. Das heißt, es wird hier permanent dazu kommen, dass Tiefs stranden an diesem Kontinentalhoch, an diesem starken Asienhoch, an diesem starken Sibirienhoch, es nicht schaffen, dieses zu vertreiben. Wir allerdings auch es nicht schaffen, durch den permanenten Tiefdruck uns beispielsweise ins Einflussgebiet dieses Hochdruckgebietes zu bringen. Und das führt einfach dann dazu, dass wir in dieser milden, teilweise nassen, teilweise nicht nassen Nordwest- bis Westlage bleiben. Und nun ja, das ist dann letztlich eine Lage, die weder, sage ich mal, Frühlingsfreunde begeistert, noch die richtigen Winterfans begeistert, weil keiner hier wirklich auf seine Kosten kommt. Ja? Ist aber auch häufig eine Westlage, die entstehen kann, die sogar häufig auch schon entstanden ist. Und nun ja, das ist auch nochmal die letzte Form der Westlage, die es heute zu besprechen gilt. Also ihr merkt schon, es ist relativ komplex. Aber die Schemen bleiben immer dieselben. Du hast Hochdruckgebiete, die drehen sich mit dem Uhrzeigersinn oder drehen die Luftmassen mit dem Uhrzeigersinn. Und du hast Tiefdruckgebiete, die entgegen des Uhrzeigersinns die Luftmassen bewegen. Und irgendwo prallen die immer aufeinander. Und dort, wo sie aufeinander prallen, dort ist immer das Niemandsland, wo du weder das eine noch das andere richtig hast. Ja, und nur wenn du wirklich eindeutig in dem Einflussgebiet eines Druckgebietes bist, erst dann hast du nun entweder das eine oder tatsächlich das andere. Aber du hast sonst in einem solchen Fall, wo wirklich Druckgebilde aufeinander prallen, dort an dem Punkt, wo sie aufeinander prallen, das absolute Niemandsland, weil du weder im Einflussgebiet des einen Druckgebildes bist, noch wirklich im Einflussgebiet eines anderen bist. Gegebenenfalls ist das auch eine Lage, die für Grenzwetterlagen sorgen kann. Ja, also es gibt auch winkelförmige Westlagen, wo das Tief beispielsweise deutlich weiter im Westen ist. Dann hätte man das Kontinentalhoch weiter. Hätte man das Kontinentalhoch auch weiter im Westen und dann könnte es beispielsweise im Nordosten Deutschlands dazu kommen, dass du Dauerfrost und Schnee hast. Und je weiter du Richtung Westen und Südwesten gehst, desto mehr kommst du ins Einflussgebiet dieses Tiefs und hättest dann Regen, Bewölkung und Temperaturen über dem Gefrierpunkt, aber auch nicht wirklich im berauschenden Bereich, sodass dann auch Frühlingsfreunde auch nicht auf ihre Kosten kommen würden. Ja, also das ist eben das, was ich euch hier vermitteln möchte. Es ist relativ schwierig, die ganzen Wetterlagen voneinander abzugrenzen. Man sagt auch in der Praxis häufig, nun ja, das ist eine Westlage, eine Nordwestlage oder eine Südwestlage, ja, und bleibt dann dabei. Also im Prinzip geht man gar nicht so darauf ein, dass man sagt, das ist eine winkelförmige Westlage oder das ist eine südliche Westlage, wobei das schon eher gesagt wird, ja, sondern man unterteilt wirklich danach, woher jetzt gerade die Luftanströmung ist. Und eine Westlage ist immer dadurch definiert, dass du ein Islandtief hast und ein Azorenhoch hast und die beiden zusammen die Westdrift ankurbeln. So heißt auch dieser zonale Wind, mit dem man es permanent eigentlich zu tun hat, hier in Mitteleuropa, der wird auch Westdrift genannt und wird insbesondere im Spätherbst und in den Wintermonaten häufiger mal angefacht. Kann auch relativ persistent sein, also relativ nachhaltig sein, muss er aber nicht, denn es gibt auch andere Großwetterlagen, die häufig im Winter auftreten und häufig auch bestehen bleiben können für einige Wochen. Allerdings ist das immer von Winter zu Winter letztlich abhängig, welche Lage jetzt überwiegt, ob es die winkelförmige Westlage ist, ob es die südliche Westlage ist, ob es eine normale Westlage zyklonal oder antizyklonal ist. Ja, es ist immer unterschiedlich. Auf jeden Fall sehen wir hier, in allen Fällen kommt die Luft letztlich aus Westen und in allen Fällen ist die Luft letztlich deutlich zu mild für die eigentliche Jahreszeit. Ja, gut. Das bis dahin, Freunde, und im nächsten Video schauen wir uns dann an, was sich hinter den gemischten Zirkulationsformen genau verbirgt. Bis dahin.